Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder bei unseren Freunden von SHR. Und der Grund, warum wir hier sind, ihr habt in einem der ganz weit zurückliegenden Videos gesehen, dass der Motor oder dass zumindest von vorne irgendwo ein Geräusch kommt. Wir haben das Getriebe, hat Christian von Pullibauer schon wieder neu gelagert. BK hat es dann zusammengebaut und geguckt, ob da alles tutti ist und so weiter. Wir haben schon die Nockenwellen getauscht. Wir haben schon, ich weiß gar nicht, was wir alles getauscht haben. Und das Geräusch ist einfach immer noch da. Wir haben die Sachen nicht, nur damit es gleich klargestellt wird, nicht einfach so getauscht, weil wegen Teile tauschen, sondern wir haben die Teile getauscht, weil sie auch kaputt waren. Ne? Das hätte auch ein Grund sein können. Ja. Wie gesagt, jetzt sind wir bei SHR und werden das Ding gleich mal anmachen, reinfahren. Dann zeige ich euch auch nochmal das Geräusch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das jetzt hier schnell zum Ergebnis führt oder ob Sascha halt auch suchen muss, bis er das findet, weil das soll nicht immer so wie, ja, wir sind jetzt erst bei BK gewesen, jetzt sind wir wieder bei SHR, heißt jetzt nicht, dass zum Beispiel BK am Ende ist mit seinem Latein oder, ne? Der hätte den Fehler auch gefunden, aber ja, SHR hat den Motor gebaut, die wissen ganz genau, was da verbaut ist und so weiter und so fort. Ne? Also nicht, dass das, ich hoffe, dass das niemanden sauer aufstößt oder dass da wieder Kommentare zukommen, bis die jetzt mit BK im Streit oder so, ist das Internet halt. Ne? Nur damit ihr das mal gehört habt. Bin auf jeden Fall, wie gesagt, auf jeden Fall richtig gespannt, weil ich so gerne mit dem Auto fahren wollen würde, auch mit meiner kleinen Tochter, weil die dieses Auto auch mittlerweile schon quasi ins Herz geschlossen hat, sage ich mal, und will da sich immer auf den Sitz setzen und Papa kann aber nicht mit ihr fahren. Das, was beim Start war, war die Justierung der Verstellung von kleine Nocke auf große Nocke. Das war immer der Test gewesen am Anfang. Aber das hier, was hier so ein bisschen laut ist, drück mal die Kupplung. Ich drücke. Jetzt drücke ich. Ja, ich höre es ja, wann er drückt. Jetzt drücke ich nicht. Da ist ja, es. Und jetzt kommt es. Ja, da bin ich schon fast. Also fast, will ich so jetzt nicht sagen. Das hört sich an wie ein Kolbenkipper. Ringstegbruch oder sowas. Der Motor war ja noch Serie oder was? Nein, war schon den Motor haben wir doch bei, den hast du doch gemacht. Da sind doch die vom DASA-Motor die Dinger drin, die Kolben. Das hört sich fast an wie Kolbendrieb. Müsste man mal in der Kamera reinschauen, ob man was sieht. Also von der Frequenz her müsste ich einmal schauen, ob das jetzt tatsächlich vom Kurbeltrieb kommt oder ob das nicht vielleicht eine kaputte Ausgleichswelle ist. Ausgleichswelle, das hat Tobi nämlich gesagt, ja. Dass er, also er hat das Geräusch nicht gehört. Nur also es hört sich an wie ein Kolbenkipper oder ein Pleulager, ne? Aber für ein Pleulager. Aber was heißt denn Kolbenkipper? Was will das? Kolbenkipper ist, der Kolben ist irgendwie durch Thermik oder durch physische Kraft ist der eingelaufen. Also das Maß passt nicht mehr, wird kleiner oder ist deformiert. So, und dadurch hast du nicht mehr, dass er schön sauber in dem Zylinder sich schmiegt. Ne? Ich mache extra so eine kleine Kreisbewegung, weil er ja halt beim Befeuern, also wenn Kraft aufkommt, sich an die Zylinderwand schmiegt und beim Hochdrücken wieder beim Komprimieren an die andere. So, das Problem ist, was er jetzt macht, ist das hier. Ah. Ne? Das könnte eine Sache sein, oder es ist ein Ringsteg gebrochen. Da sind die 2 Liter TVSI ja für bekannt, vor allen Dingen, wenn man auch mal so Halbgasfahrten hat. Ja, aber dafür, also das können wir ja gleich nochmal erklären, aber weiß ich nicht, ob ich das jetzt mit reinschneide, aber das war ja der Grund, warum wir das damals verstärkt haben, damit das nicht. Wir verstärken das von was die ersten Kolben können, von 20 Bar Mitteldruck, ist es jetzt verstärkt auf 30 Bar Mitteldruck. Ne? Also es gibt immer nur Schritte nach oben. Ne? Thank you.
Motor muss raus. Der Motor muss raus. Also ich werde es jetzt gleich mal mit einem Endoskop und mit einem Stethoskop anschauen und abhören. Aber ich glaube, der Motor muss raus. Alleine für Ausgleichswellen ausbauen, die kriegst du so an der Seite nicht gezogen, da ist der Holm im Weg. Ich weiß, dass ich hier gut aufgehoben bin und ich weiß auch, dass sie das Problem gelöst bekommen, aber es ist halt auch immer eine Frage des Portemonnaies. Ne? Deswegen könnte es sein, dass meine Laune ein bisschen in den Keller geht. Was sind jetzt die ersten Schritte? Ich mache jetzt als erstes Zündkerzen raus, also das heißt Zündspulen demontieren, Zündkerzen raus, schaue einmal mit der Kamera rein, gucken, ob ich da schon vielleicht was sehe. Wenn ich da nichts sehe, dann weiß ich nicht, so typische Tricks, die man sich irgendwann angeeignet hat, um irgendwie Spiel rauszukriegen. Also man stellt den Kolben erst auf hohe Position, dreht den Motor weiter vor, bis er anfängt, den Kolben leicht zu ziehen. Dann drücke ich mal mit dem Schraubenzieher oben drauf und gucke, ob da vielleicht schon Spiel in Bläulager, Kolbenauge oder sonst wo ist. Dann gucke ich, ob ich ihn kippeln kann. Und wenn es dann das schon ist, dann und das vergleichbar zu den anderen Zylindern ist, dass der viel, viel mehr aufweist, dann hast du da eigentlich schon den Fehler im Prinzip. Dann weißt du, was du machen musst. Ausgleichswelle ist tatsächlich Steuerkette runter und raus. Also von der Verbrennung her und Öl würde ich sagen, dass das okay ist. Aber der zweite Zylinder zeigt mir auf jeden Fall an, dass in der Verbrennung schon was anders ist. Siehst du einmal an der Keramik? Da, wo sie eigentlich weiß sein soll. Die Temperatur passt auch. Der brennt immer schön das Ruß wieder runter. Aber hier hast du etwas mehr Bräune. Na? Das sagt schon mal, dass der Zylinder anders läuft. Dass er jetzt unbedingt schlecht läuft, ist erstmal nicht gesagt. Die Zylinder sind auch alle sehr trocken, bis auf der vierte. Der vierte kann aber sein, dass es der letzte war, der eben noch mal eingespritzt hat und dann kein Zündfunke mehr zustande kam. Von Zündkerze zu Einlass. Krass, wie gut man da drin reingucken kann, ey. Und von Zündkerze auch wieder zu Auslass. Ist das schlimm? Das ist nicht toll. Also das Problem dabei ist, dass wenn der Riss nachher so ausgeprägt ist, dass er am Ventilsitz auch einen kleinen Riss abbildet, hat man das Problem, dass das eine undichte Stelle ist. Da will ja immer eine Flamme dran vorbei und dann irgendwann schießt einfach eine Flamme dran vorbei und macht dir so ein Loch ins Ventil. Das ist Kacke. Was denn? Houston, wir haben ein Problem. Wenn es jetzt nicht eine optische Täuschung ist. Schurik, kannst du Kamera mal holen? Ich glaube, Hemd ist abgebrochen. Hemd, sagt dir das was? Naja, diese Außenkante da, die beschichtete. Ja. Jetzt habe ich von unten auf diese Fläche geguckt, ansaugseitig, und da sieht es aus, als wäre er hier gerissen. Aber ich gehe jetzt erst einmal kurz. Warte, Schurik, wir machen erst einmal mit Lappen und Schraubenzieher diese Spitze gucken, ob das nur eine gerade perfekt gelaufene Ölspur ist. Vierte Zylinder. Das ist das, was ich euch eben am Anfang des Videos, wo wir abgeladen haben, oder bevor wir abgeladen haben, wo ich euch erklärt habe, wie der Kolben nachher, ne, beim Verbrennen drückt er sich in die Seite, beim Komprimieren drückt er sich in die Seite und er soll das eigentlich in einem ruhigen Maß machen. Der macht es aber jetzt so, weil das Hemd wahrscheinlich gerissen ist. Ne? Aber da gucken wir jetzt erstmal. Von hier siehst du gut auf die Kamera. Da, ja, Kolben ist gerissen. Da sieht man gut.
Oh ja. Mhm. Und hier, so, guck mal. Hier. Ja, ich sehe, der ist. Boah, das Hemd ist fast ganz, ja, ganz abgebrochen fast. Ja, dann ist das jetzt deutlich dieses Geräusch, was ihr hört. Das ist das, was wir eben beim vorm Abladen einmal kurz besprochen haben. Könnt ihr vielleicht noch mal, so, guck mal, mit reinnehmen. Und das ist das Ergebnis davon. Kannst du noch einmal, dass ich noch mal schnell ein Handyfoto machen kann? Er zieht immer erst Feuer raus und dann fragt er, ob es weitergeht. Ach Mensch. Aber ist das von allen Sachen das Beste? Dass es für dich tatsächlich jetzt da keine Späne geschmissen hat. Du kannst, je nachdem wie die Bläulagerschalen nachher aussehen, nachher wie die Kohlenwellenlagerschalen aussehen, brauchst du im Prinzip, wenn ich es jetzt mal salopp sage, wenn wir den Zylinder nicht groß bearbeiten müssen, bist du tatsächlich nur beim Dichtungspaket und Arbeit und ein Satzkolben. So, aber da ich kein Freund von Prop-In bin, das heißt, wenn der vorher Serienmaß ist, jetzt nur eine Mutmaßung, ne? Weil ich wirklich nicht mehr weiß, wann ich den Motor gebaut habe. Du kannst dir die Videos angucken. Ja. Entweder ist er 82,5 Serie gewesen und wir haben Prop-In gemacht, weil der Motor nichts gelaufen ist und das noch maßhaltig war. Jetzt wird es nicht mehr maßhaltig sein und er wird wahrscheinlich auf 83 aufgebohrt sein. Man könnte jetzt noch mal auf die nächste Stufe gehen, auf 83,5. JE bietet, glaube ich, sogar noch mal ein Zwischenmaß an. Dann bist du bei 83,25. Dann hast du noch mal ein bisschen Fleisch außenrum, falls mal noch was passiert. Aber also wir reden aber jetzt von dem Kolben? Von dem Zylinder, dass wir den noch mal honen müssen, zumindest auf Maß. Ja, aber wenn wir den größer machen, muss ja dementsprechend ein anderer Kolben. Genau, oder du brauchst jetzt oder so ein anderer Kolben. Weil aber auch nur ein? Nein, alle vier würde ich machen. Digga, die sind keine 50.000 Kilometer gelaufen. Die waren ja neu von... Ja, richtig. kommen wir gleich zu. Gibt es da nicht eine Garantielösung? Nee. Leider nein. Leider nein. Da erzähle ich dir gleich was zu. Das Problem dabei ist, die Zylinder, wir haben zwar reingeguckt, die sehen noch ganz gut aus. Wenn ich jetzt noch mal hone, bis es gut aussieht, nicht nur ganz okay, sondern gut aussieht oder perfekt aussieht, holst du mindestens noch mal 200 bis 300 drauf. Dann hast du aber, wenn du denselben Kolben noch mal nehmen würdest, nicht ein gewolltes Laufspiel von 900, sondern von 1200. Und dann hast du Blow-By ohne Ende, du hast Klappern ohne Ende. Im schlimmsten Fall nehmen die Klopfsensoren irgendwas auf, was gar nicht da ist. Und es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Darum alle vier Kolben. Natürlich könnte man nur einen Zylinder reparieren, aber dann bist du auch wieder dabei. Dieser Kolben, der jetzt 5 Zehntel mehr hätte, hat aber auch ein anderes Gewicht. Na, das ist das Problem dabei. Ja. Natürlich kann ich irgendwo am Kolben irgendwas abnehmen, aber die Flugmasse ist trotzdem eine andere. Verstehe ich. Und darum macht man das meistens in vier Sachen. Also ich gehe davon aus... Wir reden von über 1000 Euro auf jeden Fall. Definitiv, ja. Ja. Also einmal Kolbenset, dann Bornhohn, dann Dichtungspaket. Zylinderkopf müssen wir gucken, wie gut der noch ist, weil ich ja auf dem zweiten Zylinder Risse gesehen habe, von Ventil zu Auslass. Gucken, wie weit die gebildet sind, ob man da schon was machen muss. Oder ob ich da tatsächlich mit meiner Kamera oben gegengekommen bin, als ich so umgestellt habe, gerade Ruß weggekratzt habe und es wie ein Riss aussieht. Aber das sehe ich leider erst auf dem Tisch so hoch auflösend ist er nicht. Du stellst mir eine Kamera für 2.500 Euro. Aber der Kopf muss oder so runter, weil muss ja raus. Aber da sehen wir ganz gut, dass der Kolben gerissen ist. Ich will mal jetzt nur gucken, ob das nur einer ist oder noch einer. Hm. Okay. Ich muss erst mal kurz vor die Tür.